Jetzt sind wir am Gipfel herum, Donau versenkt. Franz, Tropfen 3, 2, 1. So, grüß euch Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin heute wieder mal unterwegs in die wunderschönen niederen Tauern. Nicht ganz allein. Pulver Paul ist dabei und zwei Segler haben wir auch noch dabei. Stellt euch einmal vor. Ja, ich bin der Ernst Hoffmann, gell? Erstrum auch. Wir sind als Segler normal in Kroatien unterwegs. Aber da gibt es schon lange nichts wegen Corona, sonst fahren wir die ganzen Regatten da unten immer um. Ja, ist der ein Weltmeister. Ja, ja. Übrigens bin ja ich ein österreichischer Hochseestaatsmeister, aber leider schon seit 2 Jahren oder Gott sei Dank, weil ja eins durch Corona ausgefallen ist und wir freuen uns auf das Jahr. Wir werden ihn verteidigen, unseren Hochseemeister. Also Daumen drücken. Wir übergeben an unseren Karli Alpfert, unseren Weinhauer. Winzer und Segler. Winzer und Segler, das heißt, wenn ihr einen Wein braucht, das ist der Mann. Ja, der hat einen Spitzenwein. Genau. Dreistkirchen. Jetzt haben wir jeden Tag eine Flasche getrunken. Ja. Und jeden Tag mehr Kraft. Jeden Tag mehr Kraft, ja. Ja, und ich mache jetzt das Intro gerade das zweite Mal, weil ich habe vorher meine Drohne eben versenkt und kann sein, dass da das erste Intro drauf war. Auf jeden Fall, was machen wir? Steinfeld, Spitz, niedere Tauern, richtig coole Tour. Rassig, gute Verhältnisse, Pulver und viel Spaß mit diesem Video. Pulver! Attacke, Angriff! Pulver! Der Zustieg erfolgte von der Raststation an der Tauernautobahn in Flachau-Winkel. Die Aufnahmen dazu befinden sich in der Micro-SD-Karte der durch den Batterieverlust abgestürzten Drohne. Die relevanten Aufstiegsszenen sind aber in diesem Video festgehalten. Die restlichen Infos lassen sich auch leicht im Internet recherchieren und in der Beschreibung findest du eine Alternative zu unserem Anstieg als Video verlinkt. Und jetzt schaut gerne zu, wie sich ein Berg-YouTuber, ein Winzer und ein österreichischer Staatsmeister im Segeln gemeinsam mit einem Bergführer auf eine rassige Tour in die niederen Tauern begeben. Und bei den wunderschönen Abfahrtsaufnahmen möchte er gern noch einen schönen Gruß ins Stadtl ausrichten. Ja, traumhafter Hang. Und jetzt wird es immer steiler da rauf. Das ist eigentlich so die Krux. Und ist nicht immer ganz sicher, ob man da aussteigen kann auf dem Grat. Wir schauen es uns auf jeden Fall an. Also ab da richtig anspruchsvolle Skitour. Oben sieht man auch Windfahnen. Also ein bisschen Wind geht oben am Grat sicher. Krasse, krasse, krasse jetzt da hin. Da! Burschen! Das darf nichts sein! Ist euch das bewusst? Wie kommt es euch vor? Ha?
Hat eine schöne Spur angelegt, gell? Ja. Wo kommst du her, Rechter? Aus dem Stadl. Aber da tut das ganz gut, gell? Ja, super. Nein, ich gehe mehr weiß, ob ich mir hingehen kann. Okay, also, ja. Ich ziehe die Ski meistens aus, weil es mir schwieriger. Weißt du, einquern ist lang. Ja. Aber weißt du, wenn du was wegkommst, ja, dann liegst du ganz unten einfach, ja. Ich bin ja storm im Winter, also richtig mit Ski halt rauf und da sind wir durch die Rinne halt rauf, voriges Jahr war das. Also, das war das letzte Winter, das ist halt noch. Ja, genau. Wo fährst du jetzt hinein? Ja, auch wieder die Rinne, oder? Ja, ich fahre wieder die Rinne durch. Ja. Ich da mit muss bleiben, das muss ganz ruhig fahren. Letztes Mal bin ich vor Montag vor einer Woche herumgegangen. Ja, ja, bin jetzt halt, musst du halt eine Brünn absetzen. Bist du. Glaube ich. Ja, den sehen wir jetzt nicht. Da fahrt er schon, siehst du ihn? Ja. 45 Grad. Ja. Da wollen wir auch fahren. Na ja. Und da ist er schon draußen. Jetzt ist er unten draußen. Jetzt zieht er wieder seine Spur nach. Siehst du ihn? Ja. Mhm. Traum. So ein Tag heute. Herrlich. Da oben geht es auf Zachensee. Wenig los im Skigebiet. Jetzt sind wir am Gipfel herum, dafür Drohne versenkt. Ein paar Hater werden sich freuen, aber dauert nicht lang, dann gibt es neue Drohnenaufnahmen. So schaut es aus. Oder? Naja, war ich schon alt, ne? Ja, genau. Was kostet man eigentlich überhaupt? Was hat der gekostet? 1000 Euro, die Fly-More-Kombo. Ja. Puh. So, da kommt's her. Was glaubst du, was das ist? Oberdauern. Ja. Oberdauern. Ja. Ein Pulverballe! Ja. Und schau, da geht's oben. Balle, was haben wir heute? Pulver, ha? Heute war ein Salzburger Pulver. Salzburger Pulver. Ein Salzburger Pulver haben wir. Schau, wie da oben geht. Ja, Wahnsinn. Der geht da drin. Warte, jetzt sitzt du im Ernst. Weißt du, ist auch schön hin. Jo, grüß euch! Berg heil! Franz! Berg heil! Berg heil, Franz! Sehr geil! Berg heil! Berg heil! Berg heil, Jungs! Berg heil! Super! Corona abgeschont! Kein Bussi geben! Kein Bussi geben! Trauen wir uns nicht! Nix! Berg heil! Ja, Berg heil! Gipfelkreuz, Starnfeldspitz! Jetzt genießen wir es gerade einmal ein bisschen! Einfach ein Traum! Wie gesagt, meine Drohne habe ich versenkt. Jetzt genießen wir das Panorama noch und dann geht's an die Abfahrt. So schaut's aus. Geh, Balle. Heute wird's wieder. Heute wird's wieder. Du. Nein, okay. Das ist Dix, voll gut. Es gibt mir was Gescheites zu meinem Hauptmannsdorfchen. Vierte Schmarrfeldspitz, bis zum nächsten Mal. Franz, Trocken, 3, 2, 1.
Achtung, Schnorr! Sehr schön. Super. 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 Sehr gut. Safe. Aber gelacht habe ich nicht, ich habe so Angst. Super. Gelacht habe ich nicht. Ja, super, richtig lässige Geschichte ist wieder gewesen im Bad und mit den zwei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht besser, dass ich die Drohne verloren habe. Ich hoffe, es waren ein paar coole Aufnahmen dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wer die nächsten Videos zum Thema Bergsport auf meinem Kanal nicht verpassen will, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao, pfiat euch. Bussi.